In meinem Vortragsteil wird es um die radiologische Diagnostik bei multiplen Myelom gehen. Und ich möchte Ihnen folgende Punkte erörtern. Einmal, warum brauchen wir die Bildgebung? Was für eine Rolle spielt sie bei der Diagnostik, also bei der Primärdiagnostik und auch in der Verlaufsbeurteilung dieser Erkrankung? Was sind die Vor- und Nachteile von Röntgen, von Computertomographie, von MRT? Und was erwartet uns in Zukunft? Und dann würde ich Ihnen die wichtigsten Punkte auch noch gerne einmal zusammenfassen. Beginnen wir mit der Erstdiagnose. Die Beurteilung des Knochens ist eine klassische Domäne der Radiologie. Es geht dabei einerseits um die Kalksalzminderung, das heißt die Osteopenie, die wir beurteilen wollen. Auf der anderen Seite geht es um wirkliche Knochensubstanzdefekte. Ganz klassisches Bild beim multiplen Myelom, dass unter Anführungszeichen Löcher im Knochen entstehen, sogenannte Osteolysen. Dann kann natürlich das Knochenmark infiltriert sein. Sorry, das Knochenmark infiltriert sein, ohne dass Löcher im Knochen schon entstanden sind. Das nennt man dann diffuse Infiltration. Und das multiple Myelom kann natürlich auch Läsionen im Weichgewebe, in Organen manifestieren, ohne dass dabei der Knochen geschädigt ist. Und das nennt man extramedullären Befall. Und auch hier können wir als Radiologen mit unseren Möglichkeiten die sehr gut detektieren. Die Röntgenaufnahme war über viele Jahrzehnte das klassische Instrument der Radiologie und auch das klassische Instrument, den multiplen Myelombefall nachzuweisen. Man muss aber ganz klar sagen, in der heutigen Zeit ist diese Technik mehr oder weniger obsolet. Warum ist das so? Es ist sehr schwierig, schon früh Osteolysen zu sehen. Sprich, ich kann diese Schädigungen im Knochen erst entdecken, wenn es unter Anführungszeichen oft schon zu spät ist. Wenn 30 bis 50% eines Knochens schon zerstört sind, erst dann kann ich das im Röntgenbild sehen. Mit den modernen radiologischen Möglichkeiten, und da kommen wir gleich drauf, kann ich sowas schon viel früher entdecken, hat natürlich den Vorteil, dass ich auch eine spezifische Therapie diesbezüglich schon viel früher einleiten kann. Was versteht man unter diesen modernen radiologischen Verfahren? Die Computertomographie, ein Verfahren mit Röntgenstrahlen, und die Magnetresonanztomographie, ein Verfahren, das ohne Röntgen auskommt, auf einem starken Magnetfeld basiert. Und diese beiden Verfahren möchte ich Ihnen im Verlauf des Vortrags jetzt etwas näher vorstellen. Beide Verfahren haben die Möglichkeit, den gesamten Körper abzudecken. Das heißt, wir scannen von Kopf bis zum Knie oder gegebenenfalls bis zum Fuß das gesamte Körpervolumen ab. Der ganz große Vorteil, das kann ich gleich vorneweg sagen, vom CT ist, dass es sehr schnell geht und wir haben eine super Beurteilbarkeit des Knochens. Der Vorteil vom MRT ist, wir haben eine super Beurteilbarkeit der Weichteile, Organe und des Knochenmarks an sich, mit dem Nachteil, dass die Untersuchung schon im Vergleich zu einer CT relativ lange dauert. Aber beginnen wir mit der Computertomographie, der klassischen Methode zum Nachweis von Osteolysen. Wie führen wir das Ganze durch? Wir führen es in einer sogenannten Low-Dose-Technik durch. Das heißt, wir verwenden ganz, ganz wenig Strahlendosis, genau so viel, wie eben notwendig ist, um diese Knochenveränderungen zu sehen, aber nicht mehr wie unbedingt notwendig. Wir brauchen kein Kontrastmittel. Das ist eine Sache, dass das multiple Myelom durchaus auch Auswirkungen auf die Niere haben kann und Kontrastmittel potenziell für die Niere schädlich sein kann. Für diese Untersuchung brauchen wir kein Kontrastmittel. Und wie gesagt, die ganz große Stärke ist, dass wir sowohl bei der Erstdiagnose als auch im Rezidivfall den Knochen in der CT super beurteilen können. Warum können wir das so gut beurteilen? In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Hardware, also die CT-Scanner, die wir zur Verfügung haben, immer weiterentwickelt. Das bringt drei große Vorteile. Einerseits, die Untersuchungszeit für Sie als Patient wird immer geringer. Aktuell sind wir in so einer Zeitspanne von 3 bis 10 Sekunden, um den ganzen Körper abzubilden. Die Strahlendosis wird immer weniger. Was für Sie wichtig ist, gerade wenn man öfters zu einer Untersuchung kommt, summiert sich die Strahlendosis im Laufe eines Lebens auf. Und der dritte Vorteil ist natürlich auch, die Bildqualität wird immer schärfer, immer besser. Wir sind heutzutage sozusagen so bei Full HD angekommen. Und nicht nur die Hardware wird besser, es wird auch die Software immer besser. Wir haben modernere Computer mit höherer Rechenleistung. Das heißt, wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten, noch wie vor 10 Jahren ein Bild zu rekonstruieren. Ich habe hier mal ein Beispiel,
mit Autos herausgesucht. Es ist nicht unbedingt schlecht, was es in der Vergangenheit gab, aber das in der heutigen Zeit, sagen wir mal, ist einfach etwas effizienter. Aber ich möchte Sie jetzt nicht mit theoretischen Sachen hier langweilen, sondern Ihnen einfach mal gern ein Beispiel zeigen eines Patienten, der seit über 15 Jahren zu uns zur Verlaufskontrolle kommt mit einem multiplen Myelom. Hier sehen wir Aufnahmen aus dem Jahr 2004, damals an einem sogenannten 16-Zeilen-CT untersucht. Es ist so ein ganz schönes Bild. Man erkennt eindeutig die Knochen der Lendenwirbelsäule. Die Strahlendosis lag bei 8,4 Millisievert. Das ist jetzt mal eine Hausnummer. Zum Vergleich, die natürliche Strahlenexposition, die Sie hier als Deutscher in Deutschland erfahren, sind so etwa 2 Millisievert pro Jahr. Das heißt, in einer Untersuchung summiert sich hier die Strahlendosis von 4 Lebensjahren auf. 2008 war das Ganze schon etwas plastischer dargestellt. Also die Qualität wird besser, das Rauschen im Bild wird irgendwie geringer. Wir haben hier 3 Millisievert an Strahlendosis eingespart. Und wo befinden wir uns heute, beziehungsweise so seit dem Jahr 2018? Wir können die Strahlendosis quasi dritteln. Wir haben jetzt nur noch 2,9 Millisievert für denselben Patienten. Und wenn man sich die Bildqualität anschaut, dann ist die halt einfach nochmal schärfer geworden, nochmal brillanter geworden. Und auch die Untersuchungszeit an diesem Gerät beträgt, wie gesagt, 3 bis 5 Sekunden für den ganzen Körper. Also ein sehr hoher Patientenkomfort, den wir im Jahr 2020 hier bieten können. Osteolysen, Löcher im Knochen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie so etwas aussieht. Das sind diese wie ausgestanzt wirkenden schwarzen Defekte hier in der Wirbelsäule. Ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Stadieneinteilung des Myeloms geht. Und natürlich, Herr Seefried hat es vorher gerade angesprochen, können diese Osteolysen natürlich zu Stabilitätsgefährdung führen. Und da hat der Radiologe und das CT einen ganz entscheidenden Punkt sozusagen, um diese Stabilitätsbeurteilung zu ermöglichen. Sprich, wir schauen, wie groß sind diese Osteolysen und besteht die Gefahr, dass eben bei einer Überbelastung oder vielleicht auch einfach nur durch eine normale Belastung ein Wirbel zum Beispiel einbrechen kann oder ist der Wirbelkörper, obwohl ein Loch drinnen ist, stabil. Zudem, wenn eine Fraktur entsteht, können wir die im CT auch sehr gut darstellen. Wir können die Knochen dreidimensional rekonstruieren und dem Orthopäden sozusagen dann für die OP eine Art Grundlage geben, auf der er seinen Eingriff dann planen kann. Und wenn operiert werden musste, kann man in der CT, hier sieht man es ganz schön, auch das postoperative Ergebnis sehr gut dann verfolgen. Hier zum Beispiel ein Patient, der Schrauben in die Wirbelsäule bekommen hat, das kann man im CT dann wunderbar darstellen, dass die dann wie in dem Fall sehr gut drinnen liegen. Das CT hat natürlich nicht nur Vorteile, es hat gewisse Nachteile. Und da geht es insbesondere um die Erfassung der Knochenmarksinfiltration. Also wenn Myelomzellen im Knochenmark drinnen stecken, ohne dass ein Loch im Knochen entstanden ist, da tut sich das CT zugegebenermaßen etwas schwerer. Das ist dann die große Stärke vom MRT und von nuklearmedizinischen Verfahren, zu denen ich dann im Anschluss, beziehungsweise Herr Professor Buck, der Direktor der Nuklearmedizin im Anschluss noch kommen wird. Ein weiterer Nachteil vom CT ist, wenn Myelom-Manifestationen außerhalb des Knochens stattfinden. Wir nennen das dann extramedullär. Da ist auch das MRT ganz klar das radiologische Verfahren der Wahl. Und auch wenn es darum geht, ein Therapieansprechen zu dokumentieren, sprich, ein Myelom wird diagnostiziert, Sie bekommen eine Therapie, dann möchte ich natürlich auch irgendwie im Bild wissen, bringt die Therapie jetzt was? Wird das Myelom kleiner? Wenn das außerhalb des Knochens stattfindet, ist auch das CT nicht die optimale Möglichkeit dafür. Da haben wir andere Verfahren, in unserem Fall das MRT, mit dem wir das besser diagnostizieren können. Und auch die Unterscheidung, ob eine Resttumorerkrankung vorliegt oder ob zum Beispiel nach einer Therapie einfach nur narbiges Restgewebe ohne vitale, ohne lebendige Tumorzellen vorliegt. Auch hier ist das CT eigentlich suboptimal und das MRT die Methode der Wahl. Kommen wir zum MRT. Auch das MRT ist im Prinzip ein Apparat, das ist eine Röhre, hat innen drin ein Loch. Die modernen MRTs sind völlig anders aufgebaut wie noch vor 10, 15 Jahren, wo die Röhren auf der einen Seite geschlossen waren. Unsere Röhren sind wesentlich kürzer, sind auf beiden Seiten offen. Das heißt, wenn Sie einen gewissen Respekt sozusagen vor engeren Räumen haben, ist das wesentlich besser und einfacher zu ertragen für Sie, wesentlich komfortabler wie noch vor 10, 15 Jahren. Der große Vorteil,
Ich habe es schon einmal erwähnt, ist jetzt da wirklich die Darstellung des Knochenmarks. Wir schauen uns nicht nur die Knochenstruktur an, nicht nur Löcher, sondern wir schauen uns an, was passiert im Knochenmark drinnen. Wir können Myelominfiltration im Knochenmark sehen, ohne dass bereits Löcher entstanden sind. Die Schwäche hingegen ist die Knochenbeurteilung. Also diese Osteolysen sind im MR tatsächlich schwieriger zu erkennen. Sprich, man erkennt an dieser Stelle schon so ein bisschen. Optimale Bildgebung ist die Kombination aus beiden. Ein CT für die Knochenbeurteilung und eine MRT für die Beurteilung vom Knochenmark und den Weichteilen, den Organen. Weiterer Vorteil vom MRT, ich hatte es eingangs erwähnt, das ist eine Untersuchung, die kommt vollkommen ohne Röntgenstrahlen aus. Das Ganze erkauft man sich ein bisschen mit dem Nachteil, dass wir eine verhältnismäßig lange Untersuchungsdauer haben. Also 45 bis 60 Minuten, wenn man wirklich von Kopf bis Fuß kennt. Das ist, sage ich mal, schon ein Wort, auch wenn die Liegen, wie gesagt, bequemer geworden sind, die Röhren etwas weiter. Der eine wird sich einfacher damit tun, für den anderen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir haben da aber unterstützende Maßnahmen, um es Ihnen möglichst, ja, erträglich zu gestalten, das ganze 45 Minuten in der Röhre auszuhalten. Herzschrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen, zusammenfassend elektrische Devices, die im Körper verbaut sind, waren lange Zeit eine absolute Kontraindikation für eine MRT-Untersuchung, weil das etwas in die Quere gekommen ist mit dem starken Magnetfeld, das in der Röhre aufgebaut wird. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr zwingend so. Also moderne Herzschrittmacher sind oft MRT-tauglich, gleich wie andere elektrische Implantate. Da muss man auf jeden Fall mit dem durchführenden Radiologen, beziehungsweise der Radiologe haltet dann auch mit dem Kardiologen in allermeisten Fällen nochmal Rücksprache, um eben auch Ihnen als Patient diese Untersuchung zu ermöglichen, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Also das ist mir ein großes Anliegen, dass in Zentren, so wie zum Beispiel bei uns in Würzburg am Universitätsklinikum, wir auch Untersuchungen für diese Patienten mittlerweile anbieten können. Wie schaut so ein MRT aus. Wir haben verschiedene Standardsequenzen. Ich möchte Sie damit jetzt auch nicht langweilen, wo man wirklich ganz klar sieht, wo so Zellnester im Knochen sind. Und wir haben Spezialsequenzen, ganz moderne, DWI, Diffusion Weighted Imaging nennen wir das Ganze, wo man nicht nur sieht, wo ist Knochen, sondern man sieht auch, ob eine Knocheninfiltration des Myeloms vital ist, sprich, ob da wirklich aktive Tumorzellen drinnen sind. Oder ob das irgendwas ist, was nicht mehr aktiv ist, sozusagen ein zurückgebliebener Zellhaufen nach einer Therapie. Damit nähern wir uns mit unseren radiologischen Verfahren etwas der Nuklearmedizin an, die mit dem PET-CT natürlich auch ein super modernes und sehr sensitives und spezifisches Verfahren hat, um so Myelomherde. Hier sieht man zum Beispiel einen Herd in der Leber oder hier hinten sieht man einen Herd in den Rippen oder hier neben der Wirbelsäule darzustellen. Und analog zur Nuklearmedizin können wir das eben auch in der MRT darstellen. Das ist eine komplett andere Technik. Zum PET wird Ihnen Professor Buck noch was erzählen, aber auch eine sehr, sehr sensitive Technik, die nicht nur eine morphologische Information gibt, sondern eben auch eine funktionelle. Sprich, ist Tumor lebendig oder ist Tumor bereits abgestorben? Hier ein Beispiel eines Patienten mit einem sogenannten Early Response. Wir sehen hier im Bild in weiß dargestellt Myelominfiltrationen, hier zum Beispiel am Brustbein, in beiden Oberarmknochen, an der Wirbelsäule. Und dieses Bild hier links daneben ist das funktionelle Bild. Hier sehen wir die Tumormanifestationen alle rabenschwarz und das bedeutet für uns, das sind vitale, aktive Krebszellen. Jetzt bekommt der Patient Therapie und bereits nach 10 Tagen, wenn man da wieder untersucht, sieht man ein deutliches Ansprechen. Sprich, diese Tumorzellen werden im Bild heller, was für uns bedeutet, sie sterben ab. Also der Patient hat hier einen sehr guten Therapieansprechen bereits am Tag 10 und das können wir im Bild, und das ist sehr wichtig für die klinischen Kollegen, dass sie wissen, ob ihre Therapie jetzt da rasch hilft, auch tatsächlich nachvollziehen und dokumentieren. Wo die MRT auch super ist, ist, wenn es um die Beurteilung von Rückenmark bzw. Nervenwurzeln geht. Das Rückenmark liegt ja unmittelbar hinter der Wirbelsäule, wo ja, das Myelom sich öfters manifestiert. Hier sieht man einen Patienten, der hat seine Myelom-Manifestation nicht nur im Wirbelkanal,
sondern also nicht nur im Knochen, sondern auch tatsächlich im Wirbelkanal. Und da ist das MRT eben super, das mit ganz, ganz hoher Genauigkeit aufzulösen, um eben die Möglichkeit zu geben, an dieser Stelle dann speziell tätig zu werden, sei es jetzt eine Strahlentherapie, sei es eine Operation durch die Orthopäden oder den Neurochirurgen, um eben hier möglichst früh Komplikationen zu erkennen und beziehungsweise im Idealfall diese dann zu verhindern. Wir bleiben natürlich technisch nicht stehen, wir entwickeln uns immer weiter. In Würzburg beschäftigen wir uns intensiv mit neuen CT-Techniken. Ich sage mal so Stichwort Dual Energy, wo wir versuchen, die Vorteile von der CT und MRT zu vereinen, um vielleicht mal in Zukunft Ihnen das zu ersparen, dass Sie sich in zwei Röhren legen müssen, dass man das Ganze unter Anführungszeichen in einem Aufwasch machen kann, nämlich Knochen und Knochenmark und Organe darzustellen. Und auch im MRT sind wir hier in Würzburg wissenschaftlich sehr aktiv, beschäftigen uns mit stark gewichteten Diffusionsbildern. Hier sieht man so ein Beispiel von einem ganzen Skelett in 3D und in schwarz dargestellt sind hier die Myelominfiltrationen, in dem Fall Brustbein, Wirbelsäule und oben an der Stirn ist auch noch etwas zu sehen. Hier haben wir jetzt so ein Patientenbeispiel von der Technik, die ich Ihnen gerade erläutert habe, die Dual Energy CT. Da bekommen wir letztlich ähnlich wie zum PET so bunte Bilder. Und während im CT bei dem Patienten die Myeloma-Infiltration nicht zu erkennen ist, ist sie im MRT sehr gut zu erkennen. Das sind diese weißen Flecken und in der Dual Energy CT in dem Fall hier grün zu erkennen. Also wir haben hier einen definitiven Vorteil gegenüber der normalen CT. Und in Zukunft wird sich jetzt eben zeigen, ob wir damit ein Konkurrenzverfahren zur MRT etablieren können, das eben den Vorteil der Osteolysenerkennung plus Knochenmarksinfiltrationserkennung eventuell vereint. Und hier nochmal ein Beispiel von so einem hohen DVI-Wert, 2000, bedeutet letztlich, wenn man sich das mal so anschaut, ein Querschnitt durch den oberen Thorax, den oberen Brustraum von der Menschen. Alles, was weiß ist, ist Myeloma-Infiltration. Und ich denke mal, auch für den Nichtradiologen ist es ganz gut zu erkennen, dass ganz klar hier in beiden Oberarmknochen, im Brustbein und hinten in der Wirbelsäule aktives Myelom drinnen sitzt. Denn die radiologische Diagnostik, die wirklich gut ist, ist die, die man sehr einfach quasi die unter Anführungszeichen jeder interpretieren kann. Also eine radiologische Diagnostik, die nur der absolute Experte lesen und interpretieren kann, das ist nicht zwingend die beste Diagnostik. Dann würde ich gern die Stärken der beiden bildgebenden Verfahren, die wir in der Radiologie aktuell verwenden, zusammenfassen. Die Computertomographie. Wir haben eine hohe Verfügbarkeit, ein CT gibt es praktisch überall. Wir haben einen hohen Patientenkomfort, bedeutet für Sie, nach 5 Sekunden ist die Untersuchung vorbei. Wir haben eine hohe Sensitivität für Knochenbefall, also die Osteolysen sind sehr, sehr gut zu sehen. Wir können die Stabilität von Knochen beurteilen, also sagen, besteht die Gefahr, dass ein Knochen einbricht oder ist der Knochen stabil? Und in Würzburg haben wir zudem die neuesten Gerätegenerationen parat, die auch mit einer deutlich geringeren Strahlenbelastung einhergehen. Der Vorteil der MRT ist, wir können das Knochenmark tatsächlich beurteilen, nämlich von Kopf bis Fuß das gesamte Körpervolumen. Wir können Weichgewebe außerhalb des Knochens, Stichwort Organe, Leber, Milz, Nieren etc. beurteilen. Und wir können zusätzlich mit der Diffusionsbildgebung auch funktionelle Informationen abliefern. Das heißt eben die Differenzierung zwischen aktivem Tumor und bereits abgeheilten narbigen Restgewebe. Gut, damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich möchte mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und bei Ihnen von Elkenstock für die super Organisation bedanken und freue mich auf Ihre Fragen.